Es ist wieder soweit, ihr Lieben, eine super schöne, tolle neue Ausgabe von Koch mal. Und was soll ich sagen, alleine kochen ist wirklich, wirklich langweilig, weil man hat so schöne viele Sachen, die man teilen kann. Zum Beispiel zusammen schneiden, zum Beispiel zusammen aufräumen, das ist ja mein Lieblingsteil. Und warum soll ich den alleine machen, wenn ich die Chrissy dabei habe? Insofern, Chrissy, hey! Hallo! Ja, meine Liebe. Das war schön lang. Ja. Geht's dir gut? Ja, mir geht's sehr gut. Fein. Ja. Im Fahrrad hier? Nee. Nein. 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 Und wo kommst du her? Aus Peine. Dann kommt man nicht mit dem Fahrrad. Nee, aber so weit ist ja trotzdem nicht. Das stimmt allerdings. Liebe Chrissy, bei uns ist es so, dass es immer so ein paar kleine Fragen vorweg gibt. Ich hörte davon. Hörtest du davon? Hat sie das rumgesprochen? Ich habe vielleicht ein bisschen vorgeguckt. Ach, das ist ja fein. Ja. Und fühlst du dich da dem Vorbereitung technisch also genug? Ich denke. Du meinst. Ja, Vorbereitung ist immer gut. Mhm. Immer gut, ja. Ja. Ich habe heute einen Future eingebaut. Okay. Fangen wir mal an. Lieblingsfilm? Okay. Schöne Bescherung. Schöne Bescherung? Ja. Da reden wir gleich noch drüber, bin ich mir ziemlich sicher. Okay. Couch Potato oder schon lieber unterwegs? Also lieber unterwegs. Party Girl? Nee, auch nicht. Okay. Lieber einen Tee oder einen Kaffee? Kaffee. Lieber draußen oder drinnen? Draußen. Hängt vom Wetter ab häufig auch, oder? Ja, kommt drauf an. Kommt drauf an, okay. Und grundsätzlich Fleisch, Fisch oder Fleisch? Fleisch. Fleisch tatsächlich, okay. Mhm. Vielen Dank dafür. Schöne Bescherung, was ist das? Also, Weihnachtsfilm. Ein Weihnachtsfilm? Ja. Es ist bald wieder Weihnachten. Ja, es ist noch ein bisschen hin, ne? Wollte aber ich gerade ja, sagen, es ist noch ein bisschen hin. Ja. Wir holen jetzt erstmal die Winterkollektion, die packen wir in den Schrank und holen die Sommerkollektion raus. Sehr gerne. Aber ehe man sich versieht, haben wir Winter. Ja. Ja, du hast uns ein tolles Gericht mitgebracht. Ich freue mich ja mal, die meisten meiner Gäste kommen ja und sagen, die wollen was total Exorbitantes kochen. Mhm. So Dinge, die man selber vielleicht zu Hause noch nie ausprobiert hat oder so. Mhm. Und du hast dir heute gedacht, nee, wir sind mal bodenständig. Ja. Das ist Chrissy, bodenständig und alternativlos quasi. Könnte man so meinen, Was hast du uns mitgebracht? Kartoffelpuffer mit Apfelmus. Ja, Kartoffelpüree ist nämlich nicht so deins. Deswegen machen wir lieber Kartoffelpuffer. Genau. Sensationell. Ja, ja. Und wie das bei mir so ist, ist es ja tatsächlich, dass meine Gäste kommen und sagen, hey, pass mal auf, das hätte ich gerne. Mhm. Und jetzt mach was draus. Und dann bin ich ja wieder gefragt. Ja. Und ich bin heute Morgen aufgeschlagen und gedacht, heute habe ich irgendwie Lust auf Sojasauce im Mund. Mhm. Asia-Style. Okay. Why not? Das passt sicherlich gut zum Kartoffelpuffer. Herzhaft mal. Ja. Wir machen herzhaft und wir machen süß. Mhm. Der süße Quatsch ist am Ende des Tages das Apfelmus. Ja, und der herzhafte Quatsch an dieser Stelle wäre quasi, dass ich mal in meinem Kühlschrank geguckt habe, was so weg muss. Mhm. Und da habe ich Dinge gefunden, wie beispielsweise Karotte und ein bisschen Paprika und nochmal eine kleine Chili und so ein bisschen Ingwer und sowas. Mhm. Und auch eine Mango. Ja, für dein Gericht würde ich einfach mal die Kartoffeln anfangen zu schälen und ich würde dich einfach mal mit den Äpfelchen hier auseinandersetzen lassen. Wir heißen schälen, ne? Kernhäuser raus und dann gebe ich dir mal eine Schale. Ich habe hier ein paar Schalen vorbereitet. Tada, da hast du eine. Wow. Da kannst du die fertigen, wie heißt denn das, Äpfelchen da reinpacken und los geht's. Ja, alles klar. Ja, kochst du zu Hause auch viel? Wenn ich Zeit habe, ja. Gelegentlich. Also, wenn du Zeit hast, bedeutet, du hast viel Nicht-Zeit. Das ist richtig. Weil du viele andere Sachen machst. Ja. Was machst du so den ganzen Tag? Warum hast du keine Zeit zu Hause? Arbeiten und Feuerwehr. Feuerwehr? Stichwort Feuerwehr. Aber erst kommt die Arbeit und dann die Feuerwehr. Ja. Es ist nicht, dass man sagt, erst Feuerwehr und dann Arbeit. Nee. Du kannst ruhig parallel arbeiten. Ja, wobei, ich hätte, wie gut bist du im Schälen? Fühlst du dich gut im Schälen? Ja, relativ. Fernsehschautauglich? Okay, alles klar. Du eine Kartoffel, ich eine Kartoffel. Boah, ey. Bist du soweit? Okay. Komm mal, du kriegst die kleinere, ich nehme die größere. Und dann gucken wir, wer schneller ist. Fühlst du dich bereit? Nee, aber kriegst ja. Kriegst du ein bisschen Vorsprung. Okay, mach mal. Okay, aber ich mach das eigentlich immer. Abgewonnen. Okay. Du musst dir auch ein bisschen Mühe geben hier bei so einem Contest, okay? Ich hab Angst, dass ich mich schneide. Ja, frag mich mal. Aber du hast den scharfen, ich hab den stumpfen. Ich bin auch Warte. Wie weit bist du? Halbe? Ich guck mal. Also. Oh, sieht schon gut aus. Und dann müssen wir eigentlich noch bewerten, wie gut du geschieht das. Fertig. Keine Ahnung, ich mach das sonst immer mit dem Messer. Wie mit dem Messer? Ach, das ist voll Verschwendung, ne? Ja, ich hab das. Du hattest Vorsprung. Ja, siehst du? Oh Mann. Dafür muss man sagen, ist dein Arbeitsplatz ein bisschen sauberer als meiner. Du bist noch nicht fertig. Da vorne ist noch ein bisschen. Ja, okay. Was. Ich mach eine zweite in der Zwischenzeit. Das ist. Weißt du, wer das kam? Das kam durch klassische Gastronomie. Also da musst du ja, also die Kartoffeln, wenn du wirklich gut im Restaurant bist, dann haben wir die Kartoffeln da quasi selbst gemacht in der Zwischenzeit. Also okay. Ne, dann gab es immer so einen 10-Kilo-Sack und dann hast du geschält. Ist das so, wenn geschält. Hier noch so Dinger dran sind? Ja, das sind die Bio-Kartoffeln, das ist halt nun mal so. Muss
die reingeschmissen. Ich habe die hingelegt, damit ich gucken kann. Also ich war ja schneller fertig. Ah, ist alles gut. Komm, ich packen wir hier in meine rein. Okay, na gut. Das ist übrigens eine Annabelle-Kartoffel. Ganz lecker finde ich die. Und die hat eine schöne Eigensüße. Und deswegen mag ich die besonders gerne. Okay. Vorwiegend festkochende Kartoffel übrigens. Und damit machen wir heute mal unsere Püfferchen sozusagen. Ich bin gespannt. Ja, frag mich mal. Soll ich jetzt mit der Kartoffel? Ja, natürlich. Oder mit dem? Ich habe ja schon drei Kartoffeln fertig. Du musst mal mit dem Apfel anfangen. Ja, okay. Ich habe Angst. Möchtest du ein Messer haben tatsächlich? Oder kennt ihr euch inzwischen gut, ihr beiden? Also du und der Schäler. Versuch das einfach mal. Ja, genau. Also der Daumen dahinter ist schon keine schlechte Idee auf jeden Fall. Ja? Ja. Das klappt gut auf jeden Fall. Sehr schön. Das letzte Mal. Am besten ist tatsächlich, weißt du, am besten ist es, wenn du den so ein bisschen anpackst, das mache ich immer, dass ich den hier oben ansetze und jetzt schäle ich da im Prinzip Oh, klug. Okay. Was für ein Ding? Ich schäle den dann einfach so rum. Je häufiger ich ansetze, umso länger brauche ich ja. Und dann kann ich hier dahinterher so eine schöne, wie nennt sich das, so eine Rose machen quasi. Jetzt bin ich einmal hier durchgeflutscht, das ist die Aufregung. Weil ich ja selten Damen hier in meiner Küche habe, die Gerichte mit mir kochen. Du bist auch aufgeregt, sehe ich, okay. Weil das selten Damen in meiner Küche sind, die mit mir Gerichte kochen, die sie selber schon mal gekocht haben. Oder auch nicht, naja, wie auch immer. Wenn du sagst arbeiten, Chrissy, was macht man da? So, womit verdienst du deine Äpfel für deinen Kartoffelpuffer mit Apfelmus zu Hause? Ich bin Assistentin in der Landeshauptstadt. Also, Momentchen mal, Landeshauptstadt, das ist doch erstmal was, was man, das ist doch eine Stadt, die man hier bei uns nicht sagt, oder? Entschuldigung. Ja, du hast die Landeshauptstadt gesagt, aber das grundsätzlich. Ist richtig. Okay, und den hast du in der Tombola gewonnen, den Job? Nee. Warum nimmt man den denn dann da an? Weil ich in Hannover gelernt habe. Also ich habe in Laaken gelernt und Hannover ist dann schon so ein bisschen. Okay, das lassen wir vielleicht ein Stück weit gelten. Weiß ich nicht, ich komme von der Stadt einfach nicht los. Zahlen die gut? Ja. Ja, dann würde ich auch nicht weg. Öffentlicher Dienst halt, ne? Öffentlicher Dienst, ist man da schon, hat man so Beamtenstatus, oder? Nein. Nein. Also wir haben tatsächlich... Kurz gekichert? Nein. Von ungefähr 12.000 Mitarbeitern haben wir, glaube ich, 1.800 Beamte oder so. Also ist gar nicht so viel, wie man denkt. Also die meisten sind tatsächlich Angestellte. Okay, das liegt daran, dass sie kein Etat mehr haben dafür, oder? Nee. Muss nicht sein, so eine Assistenz muss das nicht machen. Liegt dann halt auch einfach an der Ausbildung, ne? Und wer ist denn dann da dein Vorgesetzter? Also wenn du sagst Assistent, dann hast du da irgendjemanden, der in einer politisch deutlich besseren Situation ist und dem musst du dann Kaffee morgens machen und Füße massieren? Ich koche tatsächlich wirklich Kaffee, aber Füße massiere ich dann doch nicht. Nee, mein Chef ist der Personalchef der Landeshauptstadt Hannover, also der Fachbereichsleiter. Mike, Jörg, genau. Pascal, wie auch immer da heißt. Matthias Görn, ja. Matthias. Genau. Sollen wir den auch mal einladen? Ja, bestimmt. Okay. Da machst du einen Halbtagsjob. Schön von 8 bis 12? Nee. Also 9 to 5 in Anführungszeichen. Also meistens fange ich so 7.20 Uhr an. Das ist ja schon echt und dann früh. Dann bis 16.30 oder so. Ja. Und wie kommst du da hin? Mit dem Zug. Mit dem Zug, okay. Genau. Jetzt sagtest du vorhin Feuerwehr. Das ist irgendwie so deine zweite Lieblingsbeschäftigung, um den Tag zu verplanen sozusagen, vergestalten. Kann ich das richtig sagen? Ja, richtig. Das heißt also, eine Katze im Baum irgendwo entdeckt habe, dann rufe ich dich an. Ja, am besten nicht mich, sondern die 112. Aber ist das schon gut, die 112 anzurufen, wenn die Katze im Baum ist? Ja, gibt's auch. Da gibt's aber eine Festnetznummer, die ihr habt, die man erstmal anrufen kann. Und wo dann so jemand total gelangweilt rangeht. Was willst du? Eigentlich, also ich meine, hast du schon mal ein Katzenskelett im Baum gesehen? Ich nicht. Ein Skelett? Ja. Naja, Katzen verhungern da oben nicht. Ach so, nee, das ist schon richtig, ja. Ja, also aber, heißt, also... Wegen der Katze im Baum muss man jetzt nicht eine Katze, nicht die Feuerwehr rufen. Kommt immer drauf an. Also... Wessens Katze es ist. Wenn es die vom Nachbarn ist, ist es egal. Die immer den Vorgarten macht. Scheucht man so noch ein bisschen hoch vielleicht. Ich enthalte mich jetzt der Antwort, ja. Da oben, du schaffst es, Katze. Aber vielleicht fällt die auch irgendwann runter. Die Katze. Also deswegen gibt es vielleicht keine Skelette im Baum von der Katze, weil irgendwann runterfällt. Nee, ja, das ist und die möglich. Hat so eine begrenzte Übersicht an Leben. 7 oder 9 oder so. Irgendwie so, ja. Aber wir haben tatsächlich schon mal eine Katze aus dem Fenster geholt. Früher waren es 7 und durch den Inflationsausgleich kriegt die Katze 9 Leben. Wo habt ihr sie hergeholt? Aus einem gekippten Fenster. Also sie hing in einem gekippten Fenster und kam da nicht mehr raus. Ja. Was macht die Feuerwehr? Nimmt die Katze nach oben und dann? Nimmt die Katze raus und dann ist sie frei. Okay. Dauert so ungefähr 30 Sekunden. Und kostet 12.000 Euro. Weiß ich nicht. Weil man muss ja die Feuerwehr anrufen. Aber es kostet Geld, ja. Ich mache ja Kochkurse bzw. Grillkurse und immer wenn der Gast bei mir am Grill steht, dann erkläre ich dem auch, was er tun muss, wenn es mal zu einem Fettbrand im Grill kommt. Ah, ja. Und das heißt also für mich immer Deckel geschlossen halten, weil Sauerstoff ist ja grundsätzlich erstmal
Zunder, mhm. ne? Also das mag das Feuer ja gerne, genau. Mhm. Gasflasche abbasteln, mhm. in Sicherheit bringen. Mhm. Und dann sage ich, eine große Pizza bestellen, weil das, was auf dem Grill ist, kannst du eh vergessen. Meistens. Und Getränke kalt stellen, weil irgendein hektischer Nachbar ruft immer an bei der Feuerwehr. Und wenn mhm. die Jungs und die Mädels von der Freiwilligen Feuerwehr kommen und mhm. die Stiefmütterchen im Vorgarten platt treten mhm. mit der Spritzkübel und darauf warten, bis das Feuer im Grill aus ist, mhm. haben die ja Zeit in der Zwischenzeit. Und wahrscheinlich auch Durst. Ja. Wird noch so viel gesoffen wie früher bei der Feuerwehr? Das ist so typisches Vorurteil, Klischee, oder? Ne? Ja. Das ist richtiges ja, ja. Vorurteil. Bierzeltgarnitur habe ich im Kopf ja. und jede Menge Kameraden und Kameradinnen. Also sagen wir so. Es wird schon noch gesoffen, aber nicht mehr so viel. Wir nehmen ein kühles Getränk, aber meistens ist es tatsächlich auch eine Cola oder so. Und es ist auch ganz wichtig, so nach dem Einsatz oder nach dem Dienst mal zusammenzusitzen und das Ganze zu reflektieren. Ja, wie der Einsatz so gelaufen ist oder warum wie der Dienst war. Das oder Nachbarhaus so. Und das andere Nachbarhaus auch noch abgebrannt ist, ob man das nicht hätte verhindern können, wenn Kalle nüchtern gewesen wäre. Möglicherweise. Das gibt zu weniger Alkohol, okay, alles klärchen. Aber grundsätzlich ja. ist das doch richtig, was ich erzähle. Deckel geschlossen halten? Ja, genau, auf jeden ja. Fall kein Wasser. Okay, kein Wasser, nee. Das ist beim Fettbrand, genau. glaube ich, nicht wirklich hilfreich. Löschdecke. Ja, hat man genau. selten im Haus. Ich hat man selten im Haus, aber oder? Am besten runternehmen, Deckel drauf und dann am besten raus. Ja. Raus aus dem Grill? Nee. Also nee, wenn es draußen, draußen ist, dann ja. Raus ins aber Haus, zur Sicherheit ja, ins Haus. Genau. Nein, vielleicht ja. noch ein bisschen darauf achten, dass der Grill nicht zu dicht an der Styroporwand vom Haus steht oder am Carport. Das wäre auch von Vorteil, dass er ein bisschen frei steht, ja. Hättest du Zeit gerade? Ja. Fantastisch, dann kenn noch mal die Äpfel. Ach so, ja. Das habe ich übrigens noch nie gemacht. Junge, 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 das höre ich häufiger von jungen Frauen, die bei mir in der Küche stehen. Das habe ich noch nie gemacht. Soll ich das einfach so machen? Ja, wichtig ist, dass die Finger sichert sind. Das ist nicht so einfach bei mir. Eieiei. Gut, das Brett ist auch durch. Aber es hätte schlimmer kommen können. Ne? Die Tischplatte ist noch ganz. So muss man sich ja vielleicht auch betrachten. Ganz kurz noch, für mich, Freiwillige Feuerwehr ist richtig so, ne? Ja. Ich bin ja immer ganz groß hier, es gibt ja so diverse Partner-TV-Sender, auf denen ich immer so Dokumentationen über die Feuerwehr gucke. Mhm. Das finde ich ziemlich spannend tatsächlich. Ja. Und ein Freund von mir ist wirklich, in Wolfsburg ist er umgesattelt, hat eine ganze Zeit lang was mit Autos gemacht und ist jetzt tatsächlich bei der Feuerwehr. Ja, cool. Und ja, geht auch mega drinnen auf. Mhm. Ich muss ja fairerweise sagen, ich hätte schon Lust, so feuerwehrtechnisch, aber für mehr als die Autobahn aufräumen und hinterher mal so durchfegen, bin ich nicht gemacht, glaube ich. Wenn ich so Menschen sehe, die so in besonderen Notsituationen sind, dann lege ich mich daneben und sage, okay, mich bitte auch abtransportieren. Ja, aber ist ja grundsätzlich erstmal nicht schlimm. Wir brauchen auch Leute, die fegen. Die nur fegen. Ich bleibe im Auto sitzen, bis alle im Krankenwagen sind oder wie. Ich kann die Straße sichern vielleicht oder sowas. Ja. Ja, mit einem Kochlöffel stehe ich da und sage, stopp, halt. Oder mit einem Feuerwehranhaltsstab. Okay. Ist so ähnlich wie ein Kochlöffel. Ja, also so die Form die ist so Kelle. Die gleiche. Ja, ja. Die Kelle, fertig. Ja, ja, genau, die Winkerkelle. Die Kelle. Und dann verteile ich noch Flyer an die Autos. Das ist auch keine schlechte Idee, wenn ja. die schon parken. Genau. So, ja. Pass mal auf, ich habe hier meine Kartoffelchen soweit geschält und reibe die jetzt einmal. Und im Anschluss geben wir die einmal durch Sieb, dass wir das Feuchtigkeitsgedöns von der Kartoffel so ein bisschen setzen lassen. Mhm. Das musst du nochmal nachschälen da oben. Ja, das habe ich gerade gemerkt. Für zu Hause kann man natürlich auch so ein Gläschen Apfelmus einfach kaufen und fertig ist es. Aber wenn man 2 Stunden Zeit hat, so wie wir, kann man die auch einfach schnell. Du schälst aber schon sehr gewissenhaft. Soll ich nicht? Doch, doch, natürlich. Finde ich gut. Ich beruhige mich ja mal damit, dass ich nicht mitessen muss. In meinen Kochkursen. Hier schon. Ach so, wegen der Sicherheit. Sozusagen. Hm. Apropos Sicherheit, Feuerwehr, da hast du dich, weiß ich nicht, da war eine Anzeige bei eBay Kleinanzeigen. Ja, hier. Und dann habe ich mich beworben und habe dann gesagt, ja. Quotenfrau und hast gesagt. Was letzte Preis und dann. Was letzte Preis, sehr gut, ja. Ich habe Zeit. Genau, nee, tatsächlich nicht. Mein Nachbar hat mich damals mitgenommen, mit seiner Tochter zusammen. Die also, Nachbarn sind schuld. Es sind immer die Nachbarn. Genau, weil der war nämlich stellvertretender Ortsbrandmeister und dann hat er gesagt, so, ne? Okay, jetzt die Frage, Mädels, warum war er nicht mit. Ortsbrandmeister? Warum war er nur der Stellvertreter? Weil ich nicht wollte. Keine Lust auf Verantwortung, aber Lust auf Verantwortung. Ja, im Hintergrund halt so ein bisschen, ne? Arbeiten. Wäre das ein Job für dich? Ortsbrandmeisterin, heißt das dann so? Ortsbrandmeisterin? Ortsbrandmeisterin, ja. Ich glaube schon. Wie wird man das? Bewirbt man sich da auch? Oder? Es gibt immer Wahlen, ne? Ach, es gibt Wahlen, richtig? Ja, ja. Alle 6 Jahre. Und wer wählt da so? Die anderen Feuerwehrmitglieder. Genau. Aber ich glaube, ich würde mich tatsächlich eher auf die Ausbildung konzentrieren wollen. Zur Ortsbrandmeisterin? Nee, um die jungen Kameraden auszubilden. Nachwuchs? Ja. Läuft das denn gut? Also ist das so, dass man sagt, auch wenn weniger gesoffen wird, gibt es trotzdem noch genug Leute, die Bock haben? Ja, doch schon. Also wir haben jetzt in den letztes oder vorletztes Jahr,
ich glaube vorletztes Jahr, haben wir aus der Jugendfeuerwehr 8 neue... Rekrutiert. Sind übergetreten, genau, in die Einsatzabteilung. Übergetreten nennt sich das sogar. Ja, genau. Abgeworben. Was soll ich eigentlich mit den Äpfeln, soll ich die irgendwie schneiden, schälen? Ja, gerne, gerne in Zehntel. Was? Schneid einfach klein, hau dann die Glasschale zurück und in dann... In Würfel oder in Scheiben? In Kreise bitte, kleine runde Kreise hätte ich gerne. Ist zu spät. Oder Dreiecke. Ist doch völlig egal. Das wird ja, ich erkläre dir dein Rezept nochmal kurz. Also es wird ja ein Apfelmus. Ja. Und demnach ist es den Apfeln völlig egal. Hauptsache klein. Hauptsache klein, weil kommt, wird gleich quasi in den Topf und so. Okay. Ich habe übrigens keine Lust mehr, stelle ich gerade fest, hier noch Apfel zu machen. Ja. Ja. Schön. Ja. Ich bin übrigens ganz, ganz froh darüber, dass das heute ein etwas legeres Rezept ist oder legeres Gericht ist. So ganz weil sonst unspektakulär, meinst du? Genau, ganz unspektakulär. Weil sonst habe ich immer so Gerichte, wo ich so 6 Stunden marinieren muss mit den Gästen und so weiter, weißt du? Mhm. Teilweise haben die ihre Zahnbürste mit und schlafen hier. Das ist jetzt klein genug. Und machen das, ja, fantastisch. Und wir machen das in 2-3 Tagen oder so ähnlich. Ach, was. So! Jetzt blute ich hier ein bisschen an der Hand. Nee, natürlich nicht, aber ich muss das mal irgendwie irgendwo reinbringen, glaube ich. Ich habe hier so einen Durchschlag, wenn Sie das sieht. Doch mal hier so. Guck mal, halbe Miete. Halbe Miete ist gute Vorbereitung. Probier einfach ein bisschen rum. Und Feuerwehr heißt aber nicht nur trinken, weiß ich nicht, kommen, wenn es jemandem schlecht geht, sondern heißt auch Weiterbildung, Fortbildung. Genau, ja. Aufpassen, stabile Seitenlagen lernen, Mund-zu-Mund-Beatmung. Auch. Genau, gehört zur Grundausbildung dazu. Gehört zur Grundausbildung, sensationell. Ja, genau. Was soll ich denn mitbringen, wenn ich jetzt Bock hätte, mal so in Richtung Feuerwehr? Dich selbst. Und ein bisschen Motivation. Hm. Tatsächlich. Okay. Also reicht schon. Wir nehmen fast jeden. ihr seid nicht mehr wählerisch. Okay, alles Klärchen. Ne, waren wir noch nie. Aber das Schöne ist halt, bei der Feuerwehr ist es egal, von wo du kommst oder was du mitbringst. Ne? Es wird halt irgendwie jeder gebraucht. Oder es gibt für jeden eine Aufgabe einfach. Spätestens seit dem Freund, der da wie gesagt von dem Kfz Richtung Feuerwehr ist, der bringt einem das natürlich auch ein bisschen näher. Und der hat auch gesagt, er wusste auch vorweg zum Beispiel nicht, dass viele, die bei der Feuerwehr sind, irgendwo tatsächlich schon mal eine handwerkliche Ausbildung gemacht haben. Und dass das halt gar nicht verkehrt ist, wenn man da schon mal irgendwie, weiß nicht, Tischler gelernt hat oder Schlosser oder halt Kfz irgendwas. Dass man die immer gut gebrauchen kann tatsächlich. Ja, bei Berufsfeuerwehr auf jeden Fall. Oder auch generell, ne, bei Freiwilligen. Mhm. Wenn du jetzt im Einsatz bist, ist es halt Feuerwehr, ist halt auch einfach Improvisation. Aber nichtsdestotrotz, ich habe ja jetzt zum Beispiel keine handwerkliche Ausbildung. Ne? Mhm. Bin so eine schöne Berufi. Ja gut, aber das ist ja auch wichtig. Beiträge, genau, Einklagen und so. Ja, Dokumentation auch, ne, einfach. Dokumentation. Wird ja jetzt immer Zauberwort. Immer wichtiger in der heutigen Zeit. In allem drum und dran sozusagen. Ich habe genau den Eindruck, dass mein Durchschlag hier vielleicht ein bisschen klein sein könnte. Andere würden sagen, viel zu groß aus. Noch. Ja, ja, ich packe das mal jetzt auf deine Seite und sag einfach, das ist Apfel. Sieht aber tatsächlich. Ich habe auch jetzt wirklich keine Lust mehr und ich glaube, für uns beide reicht es auch. Mal abgesehen von der Entourage an Leuten, die noch vor uns stehen. Pack das jetzt einfach hier so in die, ne? Ja, mach mal. Und schön Messer rücken, wo hast du das gelernt? Das ist ja der Wahnsinn. Messer rücken, damit macht man sich die Klinge nicht so stumpf. Das ist richtig. Ja, ja. Weiß ich nicht, mach das einfach. Bestimmt bei Mutti oder so, oder bei Oma. In irgendeiner Kochsendung mal gesehen. Ja, genau. Vielleicht auch das. Bei Koch mal. Ach das, ah, das ist eine gute Idee, ja. 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 Und da könnte ich jetzt, wann treffen wir euch immer von der Feuerwehr? Montags oder mittwochs. Zweimal sogar kommt die Woche? Immer drauf an. Ja, wir sind tatsächlich in der Ortsfeuerwehr ein bisschen viele. Und rennt das so oft bei euch? Nee, wir sind einfach viele Leute. Ach so, okay. Und zu den Ausbildungsdiensten, weil du mit 40 Leuten ist ein bisschen schwierig, dann Dienst zu machen. Also wir sind ein paar mehr, aber so um die 40 haben wir dann immer bei beiden Diensten zusammen. Es ist einfacher, mit 20 zu arbeiten und Ausbildungsdienst zu machen. Komme ich einfach vorbei, klingel mal. Und sagst, bring eine hallo, ich hab Bock. Genau. Bring irgendwie noch hier, weiß ich nicht, eine Packung Rocher mit, um sich so ein bisschen einzuschleimen. Brauchst du nicht, aber wenn du einfach da bist, ist schön. Ich bring lieber Bier mit. Ja. Und wie viele Leute, also wie viel, du hast gesagt, so um die 40 Leute, ja? Die bei den Diensten sind, aber im Moment sind wir, glaube ich, 63. 63? Aktive. Wie viele Damen sind es? Wir sind zu sechst. Zu sechst? Ja. Genau. Das ist ja schon gut. Ja. Und schon okay, so. Ja. Wenn es jetzt tatsächlich mal dazu kommt, dass es brennt, dann kommt ihr auch raus. Also dann fahren wir auch raus. Dann kommen auch die 6 Mädels mit.
Ja, kommt drauf an. Ne? Also viele Muttis dabei. Muttis, mhm. Genau. Die können nicht, weil der Thermomix läuft. Ja, zum Beispiel von der einen oder der Kuckel ist halt die Frau vom Ortsbrandmeister. Die passt dann halt auf die Kinder auf, weil der Ortsbrandmeister dann mitkommt. Ja, okay. aber ja, genau. Traditionell müssen übrigens bei mir die Gäste die Zwiebel schneiden. Das ist voll okay. Ehrlich? Ja. Dann überlasse ich dir das. Okay. Komm, wir tauschen mal. Aber die waren letztes Mal, ich habe geguckt, letztes Mal hast du geweint. Ja, ja, wie gesagt, ich bin da, ich finde das sehr gut. Aber hast du Kontaktlinsen drin, oder? Ja. Ah. Ja, das bringt nichts. Kann ich dir ehrlich sagen. Nicht? Nee, gar nicht. Okay, also mir hat das immer mal jemand gesagt, dass das, also auch Leute, die Kontaktlinsen tragen, aber vielleicht ist das ja auch, aber wenn du sagst, bringt nichts, dann musst du jetzt auch gleich weinen, oder wie? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hauptsache, die Schminke hält. Ja. Ich probiere schon mal einen Apfel hier zwischendurch. Guck mal, ich schneide auch fast so fein wie du. Guck mal. Toll. Man sieht schnell einen Unterschied, glaube ich. Das ist jetzt auch. sechs Damen seid ihr und haben die alle, also sind die, haben die so feste Aufgabenbereiche oder ist das völlig? Ne, also es kommt immer darauf an, ne, wo du, wann du ans Feuerwehrhaus kommst oder welchen Platz du im Auto einnimmst. Oh, da gibt es auch Plätze. Genau. Die erster Platz, zweiter Platz. Die sind fest vorgeschrieben, ne, also vorne rechts sitzt immer Gruppenführer oder Gruppenführerin. Pilot, Co-Pilot. Genau. Und ja, der Fahrer ist der Maschinist, der bedient dann die Gerätschaften. Und das hätte ich lustigerweise auch sagen können, weil das sehe ich halt in dieser Fernsehdokumentation immer. Ja, genau. Ja, so Feuer und Flamme und sowas, ne? Ganz kurz, ich habe jetzt übrigens hier schon mal Wasser zugegeben. Mhm. Außerdem riesel ich jetzt hier mal so ein bisschen den Zucker rein und dann hast du dir in deinem Rezept gewünscht Zimt. Guten genau. Teelöffel. Mhm. Zimt, immer viel. Und die Äpfelchen dazu. Wunderbar. Toll. So, jetzt packen wir das mal auf den Herd und lassen das mal schön vor sich hin köcheln. Das Gefühl, ich bin super langsam, aber okay. Ich auch. Du, aber es ist überhaupt nicht schlimm. Ich habe hier noch mein Gemüse zu machen. Habe ich das jetzt gemacht so. Und insofern passt das. Mhm. Magst du denn überhaupt so ein bisschen so in die asiatische Richtung? Magst du sehr das? Gerne, tatsächlich. Sehr gerne sogar? Ja. Ja. Weiß ich. Doch, Indonesien gehört zu Asien, ne? Ja, ja, doch. Ein Glückskeks. Soll ich ihn aufmachen? Wir jetzt? Essen jetzt mal einen Glückskeks. Okay. Ich habe gedacht, wie wäre es mit Glückskeks? Ja. Oder? Okay. Hast du Glück beim Glückskeks? Also ich glaube zumindest an sowas, ja. Ich mag ja den Keks gerne. Echt? Eigentlich nicht. Okay. Der schmeckt bestimmt gleich nach Zwiebeln. Nach Zwiebel? Naja, weil ich gerade Zwiebelhände habe. Gib mir mal deinen Zettel, ich lese deinen vor und du liest meinen vor. Halt das hier fest. Darf ich trotzdem erstmal essen? Du kannst auch einen Zettel mit essen. Und gucken, was hier bei dir drin steht. Pass mal auf. Mhm. Mm. Was steht in meinem Glückszettel drin? In meinem Glückskeks? Sie werden Ihr Eigentum erfolgreich vergrößern. Mm. Also, größere Kochschule, würde ich mal sagen. Und bei dir steht drin? Alles, was Sie anfangen, wird Ihnen gelingen. Hey! Also, die Zwiebel hat eine Zukunft, glaube ich. Komm, jetzt ist auch richtig schön klein geschnitten, tatsächlich. Oh. Dankeschön. Du nimmst meinen mit und ich nehme deinen mit. Okay. Mach einfach weiter, ne? Und falls wir es. Ja, bitteschön. Und falls wir es mal andersrum brauchen, dann kannst du dein Eigentum einfach vergrößern und ich kann einfach. Bei mir wird einfach alles gelingen. Mhm. Das ist so ein Switch-Glückskeks. Mmh, okay. Wie man es gerade braucht, bringt er einem Glücks. Glücks, sozusagen. Gibt es ja eigentlich irgendeinen Trick dafür? Ja, das einfach wegzuschmeißen. Cool. Das ist ein mega Trick tatsächlich. Man schmeißt es einfach weg. Mhm. Komm mal, ich hole mir hier nochmal meine Karotte. Du kannst da die Zwiebel weitermachen. Du darfst dann einfach die zweite machen und dann ist gut. So, du bist aber noch nicht, also du bist du bist aus Peine, da geboren auch. Das ist richtig, ja. Und Glückspeinerin. 5 Männer und 26 Kinder, zugelaufen. Wie sieht's da aus, familientechnisch? Ist da ich bin alleine. Du bist alleine? Mhm. Das ist auch geil, oder? Tatsächlich, ins Bett gehen. Wie viele Katzen? Keine. Also ein paar Nachbarskatzen. Aber wenn man diverse Katzen aus dem Baum rettet, da kann man doch, ist doch schlimm, wenn man einen hat. Nee, kann man nicht mit nach Hause nehmen. Nee, tatsächlich. Andere Haustiere? Nee, Hausspinnen.
Also Spinnen und Wollmäuse. Ja, genau. Also Spinnen habe ich tatsächlich im Keller. Okay. Die sind auch nicht so klein. Aber das sind jetzt keine, die du extra gekauft hast. Nein, sondern die kommen einfach, die haben sich einfach eingemietet. Zugelaufen, da unten. So ein Igel quasi. Ja. Nur nicht ganz so süß. Okay, alles klar. Ja. Ich bin neulich bei einem Bekannten von mir zu Hause gewesen. Mhm. Und der hat eine Ameisenfarm. Das ist total beeindruckend. Der hat so ein Glaskasten? Ja, so genau. Wie bei Alice im Wunderland. Also wahrscheinlich, ja. Also witzig. Der hat da wirklich so eine Art Aquarium und da sind einfach Ameisen drin. Diverse Ameisen und man kann richtig sehen, wo die langlaufen und wie die sich da ihre Gänge bauen und so weiter. Mhm. Finde ich tatsächlich, ja, finde ich auch super entspannt, also super spannend tatsächlich. Mhm. Und habe so gedacht, cool, also vor allen Dingen brauchen die halt wenig Pflege. 14 Tage Urlaub. Muss man da irgendwie auch alleine hin. Futter reinschmeißen? Oder ja, ja, so? Doch, natürlich, klar. Also Gras und so ein Quatsch, ne? Okay. Also, und dann siehst du aber, wie die das Gras halt durch die kompletten Bau da schleppen und so weiter. Das ist wirklich spannend. Okay. Also zumindest ist das so ein Ding wie so ein Aquarium, wo ich mich irgendwie eine Viertelstunde vorsetzen könnte. Und mich das zumindest entspannt. Kann ich verstehen. Würde es mich, glaube ich, wahrscheinlich auch. Also. Ja, vielleicht ist das was für dich. Nee. Und ich glaube, die sind auch kostengünstig. Aber ich habe Ameisen im Garten, das reicht mir. Also ich sehe, haustiertechnisch bist du gut aufgestellt. Also wenn ich mir ein Haustier wünschen würde, ne? Dann wären es Meerschweinchen. Keine Ameise, okay. Genau, also ich hatte früher Meerschweinchen. Aber warum denn wünschen würde? Ich meine, wenn man allein ist, dann kann man das doch machen. Ja, aber sie kosten halt auch Geld, machen Dreck und man muss sich halt einfach drum kümmern und ich habe halt keine Zeit dazu. Das ist wie bei Männern. Kosten Zeit, Geld, machen Dreck und man muss sich echt drum kümmern. Sollen wir einen Aufruf machen für dich? Nee, bewerbt euch jetzt. Frau, die mit Flamme und Wasser umgehen kann? Keine Ahnung, das kann man schön umschreiben. Nee. Da wäre doch mal so eine Dating-Kochsendung vielleicht. Wie soll er denn sein? Was soll er denn mitbringen? Und dann kommt dir die Pflaume vorgefunden. Du, ich hab doch wirklich mal ein kleines Video. Oh nee, hey, ganz ehrlich, dann bin ich lieber alleine. Machen. Also schön so. Ja, das glaube ich tatsächlich. Also das ist, kann zumindest angenehm sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Manchmal ist es auch schön, wenn man einfach seine Ruhe hat und man kann abends ins Bett gehen. Ja, und der muss Quatsch, sich vor keinem rechtfertigen. Genau, der Quatsch, der überall rumliegt von anderen Leuten, die muss man nicht und so weiter. Eigene Scheiße. Oder eigene liegt. Und die von den Meerschweinchen und den Ameisen. Mhm. Ausspinnen. Ausspinnen und los geht's, genau. Ja. Ausbildungstechnisch, was war da auf der Agenda? Ich wäre der Meinung, Engel ist so der richtige Weg, oder? Engel? Engel? Wie kommst du denn auf Engel? Ich weiß es nicht. Engel? Bist du nicht? Hast du nicht irgendwas mit Engeln zu tun? Nee, gut. Sag mal. Ja, ich habe bei der Konfirmation habe ich tatsächlich mal den Engel gespielt hier. Ach, beim Krippenspiel. Guck mal an, wir haben gut recherchiert. Liegt aber daran, dass ich Locken habe. Aha. Gut, hat auch nicht viel mit der Ausbildung zu tun, aber wir haben gut recherchiert, siehst du? Ja. Gibt's da nicht Videos? Die blenden wir gerade mal ein. Du kannst es noch. So ähnlich. Sehr gut. Was hast du mal ausbildungstechnisch gemacht? Ich habe Bürokauffrau gelernt. Aha. Habe dann eine Weiterbildung als Designerin gemacht. Beim ADAC. Ach, und jetzt sind wir doch wieder beim Engel. Ach so. Der gelbe Engel. Ja. Stimmt. Das ist doch der gelbe Engel, das sagt man doch, oder nicht? Ja, hervorragend. Genau. Du hast die Mitglieder angerufen und hast denen gesagt, hier, hören Sie mal, Auslandsversicherung brauchen Sie jetzt. Nee, war tatsächlich nie meins. Also so Vertrieb ist nicht so. Verkaufen. Aber ja, musste ich auch machen. Aha, na siehste. Ja. Habe ich mir doch gedacht. Im Ausbildungsbereich muss man auch sowas machen können. Ja. Ich brauche die Hälfte der Zwiebel hier drin und die andere Hälfte der Zwiebel gerne da drin. Schön. Ja, kannst abgezählt Gedanken bitte. Abgezählt die Stücke. Ja, vor allen Dingen gucke ich auf die Zeit und stelle fest, huch, die erste Dreiviertelstunde habe ich schon versülzt. So oder so ähnlich. Hier. Schön. Okay, endlich mal eine Frau, liebe Männer. Das ist eine Frau, die das macht, was man einem sagt. Das haben wir doch gerne. Ich habe gelernt, auf Befehle zu hören. Oh, ja, auch schön. Befehle hat man übrigens auch gerne in der Küche tatsächlich. Das finde ich immer, wenn ich hier irgendwas sage, dann brauche ich immer eine klare Rückmeldung. Okay. Damit man weiß, dass die Anweisung bekommen haben, das verstanden haben. Ja, so eine Rückmeldung, ne? Naja. So einmal wiederholen, ob man alles verstanden hat. Kann Leben retten, sage ich dir. Kann Leben retten. Ja. Wie macht ihr das denn im Allgemeinen bei euch in der Feuerwehr, wenn es jetzt wirklich mal zu einer richtig schweren Katastrophe kommt? Ich meine, klar, dann Gefahrenverzug und Personengefahr, da kommt ja auch mal die Berufsfeuerwehr, wenn ich mich nicht irre. Aber nicht in Peine. Aber nicht in Peine. Ah, okay. So schlimm ist es tatsächlich. Naja, wir haben halt keine Berufsfeuerwehr, ne? Wir haben halt nur Freiwillige. Nee, wir nicht dein Ernst, das wusste ich gar nicht. Wir sind zu klein, ja. Tatsächlich. Also das alles, tatsächlich nur Freiwillige in Peine. Tatsächlich, okay. Nee, das war mir nicht geläufig tatsächlich. Ja, siehst du. Übrigens kann man Ingwer auch ganz fantastisch mit dem Löffel schälen. Oh, das wusste ich. Geht aber auch ganz fantastisch mit dem Schäler.
Wenn man einen schönen Schäler hat, dann geht das auch ganz fantastisch im Schäler. Brauche ich denn, ich möchte ganz gerne, liebe Chrissy, ich möchte ganz gerne eine Teriyaki-Marinade machen. Hast du schon mal gemacht? Also ich schmeiß ab und zu mal so... Weg, Teriyaki weg. Soße, so irgendwie asiatische Soße in eine Gemüsepfanne, die ich manchmal mache, aber das ist eher frei nach Schnauze. Okay, und dann schmeckt es hinterher... Schmeckt tatsächlich. 50-50, ob es schmeckt oder ob es nicht schmeckt, okay. Eine Freundin von mir kann richtig gut kochen und bei der lerne ich ganz viel. Ah, eine gute Freundin. Generell ist es natürlich schwierig, wenn man dann nur in Anführungszeichen für sich kocht, oder? Ja, also für nur einen Tag kochen ist halt, funktioniert halt nicht, ne? Also meistens so für zwei Tage. Mhm. Soll ich dir mal zeigen, wie man den schält? Ja. Du bist schon fertig, ne? Dann zeig ich es dir doch nicht. Einfach draufhauen. Man haut es einfach ein bisschen drauf und dann. So? Ja, so genau. Ja, das ist schon gar nicht schlecht. Und dann schält er sich quasi von alleine. Nee, irgendwie dann nicht. Dann hast du nicht genug draufgehauen. Ah, doch. Ah. Naja, aber so viel besser ist auch nicht. Boah. Du hast nicht genug draufgehauen. Du warst noch zu zaghaft. Du hast Angst gehabt. Okay, ja, doch. Es hat ein bisschen funktioniert. Naja, gut. Jetzt auch wieder in so Würfelchen? Ja, genau. Ich habe meine Ruhe und Recht. Nee, du hast deine Ruhe, ich habe Recht. So rum war es. Genau so ist es. Und okay, also aber gerade auch in Bezug auf Arbeitsalltag und so weiter. Also was wirfst du dir da gerne so zu Hause mal in den Topf? Also etwas Schnelles oder experimentierst du mal so ein bisschen? Lässt du dir eine Box nach Hause schicken? Hast du ein Hilfsmittel, die es irgendwie in der Ecke steht? Und nee, habe ich tatsächlich nicht. Staubsaugerhersteller also, Urahnen hat? Nee, habe ich nicht. Ist mir zu teuer, weil ich denke mir so, Pfanne funktioniert genauso gut. Ja, theoretisch ist das natürlich. Also richtig. Geht bestimmt schneller, aber das Geld spare ich mir. Also, was mache ich denn? Ganz oft Gemüse? Einfach irgendwie in. Oh, Spinat, Mango, fantastisch. Ja, genau, mit Walnüssen auf jeden Fall. Mit Walnüssen, sehr gut, ja, diese Klassiker. Mal ganz kurz, kennst du diesen Unterschied dieser beiden Sojasoßen? Die eine ist süß und die andere ist so. Nicht so süß. Nee. Oder? Die eine ist. Es gibt eine helle und es gibt eine dunkle Sojasauce, die man so für auf Anhieb erkennt, glaube ich, zu Hause. Natürlich. Das hier ist die helle Sojasauce und das hier ist die dunkle Sojasauce. Ach, das Glas ist gar nicht verfärbt? Nee, das ist anders fermentiert. Ach so, doch, okay. Nein, die ist tatsächlich. Problematik ist halt nur, wenn man vor dem Regal steht im Asialaden des Vertrauens und die helle Sojasauce sucht und aber nur dunkle Sojasauce sieht, ist man schnell überfordert. Deswegen anders fermentiert und deswegen die helle Sojasauce. Etwas dickflüssiger, anders fermentiert, tatsächlich ein bisschen, na sagen wir mal, intensiver im Geschmack und das ist die dunkle Sojasauce. Das Schöne ist, es steht drauf. Hey. Dark. Ja, so muss man es aber sehen. Aber du glaubst nicht, wie viel Zeit ich verbracht habe in so einem Asialaden vor dem Regal, ehe mir klar war, dass die dunkle Sojasauce so dunkel ist wie die helle und die helle dunkle Sojasauce also genauso dunkel ist wie die dunkle Sojasauce. Naja, wie auch immer. Aber so. Ändert das was im Geschmack? Also irgendwie? Ja, natürlich. Klar, die schmeckt auf jeden Fall anders. Die schmeckt tatsächlich anders. Ich möchte jetzt nicht sagen besser, aber anders auf jeden Fall. Okay. Ja, helle und dunkle Sojasauce. So, den Knoblauch hätte ich übrigens im Anschluss ganz gerne in meinem Töpfchen drin. Ich nehme mir nochmal meinen. Schön, ich beeile mich. Ich ja, lass dir, du lass dir Zeit. Alles gut. Ich habe nichts mehr vor heute. Gut. Und genau, da drin köcheln wir jetzt einfach so ein bisschen das Gemüse aus. Im Übrigen habe ich dazu gegeben, also helle Sojasauce, dunkle Sojasauce, einen Sake habe ich dazu gegeben. Und ja, das köcheln wir jetzt einfach noch ein bisschen bei. Ich habe hier noch so eine 5-Asia-Gewürzmischung. Da können wir noch ein bisschen was dazugeben. Wo ist sie denn? Hier ist ein bisschen 5-Asia-Gewürzmischung. Ich musste gerade daran denken, ne? Wenn die Leute jetzt sehen, wie ich hier irgendwas schnipple. Ja. Also kochen kann ich nicht? Nee. Aber es gibt inzwischen ja Gott sei Dank auch alles schon vorgeschnitten. Das ist ja das Schöne. Ja, aber das ist ja... Nee. Aber Kochen ist ja auch ein sehr umfangreiches Bild. Ne? Also vielleicht ist jetzt Schnippeln nicht so deins und alles andere aber vielleicht. Vielleicht kannst du ja besonders gut abschmecken oder so. Man muss das eben aus verschiedenen Perspektiven und Blickwinkeln sehen. Ja. Das lassen wir auf jeden Fall ein bisschen was einköcheln. Ich würde gerne wo willst du das jetzt reinhauen? In welchen? Hinten in den rechten Topf. Nicht in die Äpfel, das ist ganz entscheidend. Okay. Ja, ja. Und in der Zwischenzeit kann ich mich schon mal hier um die Limette kümmern. Und bei der Limette wäre es mir wichtig tatsächlich, dass wir die vorher ordentlich rollen. Denn durch das Rollen kommt der Saft raus. Kriegen wir nämlich mehr Saft raus, sieht ziemlich aus. Das heißt also schön auf den Boden der Tatsache, hätte ich was gesagt, einfach auf die Küchenplatte und dabei ein bisschen kneten und drücken und biegen. Und dann kriegen wir hinterher bis zu einem Teelöffel mehr Saft kriegen wir da raus. Das ist ganz schön viel. Ja, das finde ich nämlich auch. Und ja, alternativ kann man die zu Hause auch ohne weiteres mal einfach in die Mikrowelle geben, tatsächlich kurz. Das geht auch gut. Da platzen die Zellfasern. In die Mikrowelle? Ja, in die Mikrowelle. Da platzen die Zellfasern auf und dadurch gibt es da mehr Saft. Okay.
Und ich habe neulich irgendwo gelesen, dass wenn man Leuten erzählt, dass amerikanische Wissenschaftler etwas herausgefunden haben, dass sie das bis zu 80% mehr glauben. Also amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden, wenn man die Zitrone oder die Limette vorweg rollt, gibt es bis zu einem Teelöffel mehr Saft. Hm. Okay. Jetzt klappt es mir. Bestimmt. Bestimmt, sagt sie. So, Limettensaft kommt hier hinten mit rein. Ist schon fertig. Ich habe gar nicht mitgekriegt, was du alles gemacht hast. Ja, wo warst du denn? Beim Knoblauch. Ach so, das ist ja gut. Was soll ich tun? Also zunächst einmal hier drüben Äpfelchen. Das sieht schon fantastisch aus. Riecht schon so ein bisschen wie gebrannte Mandel. Wir sind wieder in der vorweihnachtlichen Zeit, muss ich gerade sagen. Und haben wir die jetzt so ein bisschen, ja, schon so ein bisschen angeköchelt, wenn man so möchte. Ja. Und jetzt darfst du dir gleich überlegen, ob wir die mit dem Apfelstampfer, Kartoffelstampfer, um genau zu sein, zerbröseln oder ob wir die tatsächlich durchpürieren. Was meinst du, ist besser? Also was wir die Stampfen machen? Ist cooler. Wie bitte? Stampfen ist, glaube ich, cooler. Finde ich tatsächlich auch. So ein bisschen Stückchen drin. Genau, weil ich nämlich auch tatsächlich ein Freund von Crunch bin. Ja. So, Chili, ich bin jetzt nicht so der Freund von besonders scharf. Wie sieht es bei dir aus? Geht. Also muss nicht so ganz so scharf sein. Muss jetzt nicht ganz so scharf aber so sein, aber eine leichte Schärfe ist auch schon ein bisschen gut. Scharf ist schon gut, ne? Ja. Ja, wir gucken mal. Ich schneide hier mal so ein bisschen was rein. Ich guck dir zu. Du guckst mir zu, das finde ich gut. Du kannst schon mal tatsächlich anfangen, die Kartoffelmasse da schon so ein bisschen nochmal rauszudrücken, genau, in der Hoffnung. Ich stelle die einfach hier drauf. Genau, ich habe im Zweifel überraschenderweise tatsächlich noch eine zweite Sieb und noch eine zweite. Wie drücke ich das einfach mit der Hand so? Genau, einfach mal nach unten so ein bisschen quetschen, so ein bisschen drücken. Gucken, ob das da so ein bisschen. So, kommt da ein bisschen Wasser raus unten, oder? Ja, doch. Tropfelt ein bisschen. Okay, fantastisch. Dadurch nehmen wir die überflüssige Feuchtigkeit raus tatsächlich. Okay. Und es gibt es mehrere Möglichkeiten. Es gibt mit einem Tuch? Zum einen die Möglichkeit, ja, das kann man auch machen. Man kann das mit so einem Sieb machen. Dann gibt es, warte mal, ich hole dir nochmal ein zweites Sieb hier. Komm mal her, was soll der Geiz? Es ist alles bezahlt. Packen wir hier nochmal die Hälfte mit rein. Genau, geht's vielleicht ein bisschen besser. Und zwar, dass man das Wasser jetzt unten ein bisschen stehen lässt und dann quasi die Stärke daraus nimmt. Oder aber, ich versuche das hier mal so ein bisschen, ich quetsche das mal so ein bisschen. Guck mal, jetzt funktioniert es auch besser. Ja, ne? Quetscht ein bisschen. Ich kann das sagen. Hier bei mir kommt allerdings fast nichts mehr raus. Echt? Das sieht aber auch gut aus. Ja, ja. Das ist wahrscheinlich hier alles bei mir. Vielleicht bist du einfach stärker als ich auch. Das kann natürlich auch sein. Das glaube ich nicht. Dass du einfach deutlich stärker bist als ich. Na, guck mal, da kommt noch ein bisschen was raus hier. So, und jetzt kann man da, wie gesagt, so ein bisschen gucken, dass da die Stärke im Wasser unten stehen bleibt. Das hängt immer ein bisschen davon ab, wie wässrig die sind. Das ist aber auch super Geld, ne? Ja, das liegt an der guten Bio-Kartoffel wahrscheinlich. Oh, nur das Beste. Vielleicht auch nicht. Könnte auch ein bisschen als Orangensaft durchgehen. Oder? Kannst du mal probieren. Also, ja, besser nicht. Stärke Wasser, ich weiß es nicht. Wobei, ich bin mir sicher, in manchen Kulturen wird das sicher als Delikatesse. Vielleicht müssen wir es noch irgendwie einbuddeln oder irgendwie noch ein Jahr stehen lassen oder so. So, hinten die Teriyaki-Marinade, die lassen wir jetzt richtig schön einköcheln. Der Zucker setzt sich so ein bisschen, das Ganze wird relativ zähflüssig und im Anschluss geben wir einfach das Gemüse dazu, lassen das einfach so ein bisschen was mitköcheln. Mhm. Hashtag bissfest. Mhm. Und dann geben wir das nachher zu unserem Kartoffelpüfferlein, so die Idee. Okay. Klatsch mal in die Hand. Schöne Idee. Besser nicht. Besser nicht, wollte ich gerade sagen. Also Kartoffelchen geben wir mal dazu hier, das reicht mir hier hin, ein bisschen was Wasser da, ein bisschen was Wasser da, genau. Wunderbar, dankeschön. So, jetzt klopfen wir mal Ei dazu. Wir nehmen erstmal nur eins. Wir gucken mal. Wobei, wenn du schon matschige Hände hast, dann kannst du gleich mal durchmatschen. Ja, deswegen dachte ich so. Und was nicht fehlen darf, hier ist ordentlich Salz. Guck mal hier, warte. Das ist ein bisschen Schale, ja. Das ist die Glücksschale. Egal, was ich anfasse, es wird gelingen, habe ich mir heute sagen lassen. Das stimmt. Ach nee, stimmt gar nicht. Du gelingst. Ja, aber das ist ja getauscht, ne? Also so. Alles, was du anfasst, gelingt und ich werde einfach hier, weiß ich nicht. Ich werde irgendwas kaufen. Irgendwas würde ich noch, keine Ahnung, vielleicht kaufe ich noch eine Immobilie in den nächsten Tagen oder so. Warum nicht? Und werde irgendwas vergrößern und erweitern. Und oder eine Kochschule in Hannover. War mal im Gespräch tatsächlich. Ach was? War im Gespräch, ja. Eine befreundete Grillakademie hat in Hannover aufgehört mit Pandemie und hat gesagt, wir haben da keine Lust mehr so auf den ganzen Quatsch. Möchte das nicht jemand anders weitermachen? Und was letzte Preis? Und dann konnten wir uns nicht einigen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann nicht. So, und schön ist auch immer die Hände einmehlen. Alles schön. Wunderbar. Kochen mit Herz. Ach, wie schön. Toll. Ja, ne? So, jetzt geben wir direkt schon ein bisschen Zwiebelchen mit rein. Auch auf die Hand. Quasi auf die Hand, weißt du? Ja. Zwiebeln auf die Hand.
Und dann, liebe Chrissy, werden wir gleich mal ein Probegerät hier machen. Alles klar. Du bist damit fein, wenn wir die Mango rauslassen, oder? Willst du die probieren? Wir können sie auch gerne probieren. Jetzt also ich bin, ja. Tja. Na, dann probieren wir sie natürlich. Ja, mir wurde mal gesagt, kannst du ja nicht vorher, mag ich nicht sagen, wenn du nicht vorher probiert hast. Also. Bezahlt ist sie ja schon. Ja, probieren wir sie mal. So, ne? Und wie kommt es, dass du da kein Fan von bist? Also, Ich weiß nicht, habe ich probiert, weißt mag du nicht. Ich nicht. Und das war 1900? Das war, probiere ich immer mal wieder und... Aber komm, wir nehmen mal das kleine Brett. Das kleine... Wie lange soll ich hier eigentlich... Mein Mangobrett ist das. Ja, du, das probier mal. Nee, besser nicht. Du, in der Küche ist immer wichtig zu probieren. So, riech mal. Riecht schon gut, oder? Ja. Aha. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die loswerden hier. Nein, heute. Nein, komm, aber Mango. Vielleicht, weil es ja eine Flugmango ist. Du sollst sie nicht mir zuliebe essen. Du sollst sie einfach essen, weil du sie toll findest. Sie vielleicht und nicht einfach mir zuliebe. Besser. Nein, ich würde es wirklich tatsächlich. Ja, das machen probieren. Wir jetzt auch direkt. Wir machen direkt hier so. Flugmango für Köstigung. Weil wenn die so reif sind, dann ist das ja immer noch mal was anderes. Herzlich willkommen hier bei Flugmango für Köstigung aus Holland. Wir haben leckere holländische Mangos da. Von Antje Pikantje. Holländische Gouda-Mango. Yummy. Das klingt überhaupt nicht nach Genmanipulation. So, und viele wissen es nicht, aber so eine Mango hat einen Kern. Den muss man treffend finden. Da ist er, Kern. Da muss man ganz entspannt dran entlang schneiden und dann klappt es auch tatsächlich. Mhm. So, und jetzt ist sie fertig. Du kannst dir schon mal deine Lieblingshand suchen. Darf ich mir die andere abwaschen oder soll ich die gleich hier lassen? Weil mit der Lieblingshand schon mal probieren. Nee, lass sie ruhig da. Also ich finde es auch sehr sympathisch. Wie fühlt es sich an? Fühlt sich gut an, oder? Total. Mhm. Okay. Guck mal, kann ich das so in die Hand drücken? Ja. Und sozusagen? Ich habe dir auch so ein kleines Stück rausgesucht. Tatsächlich schmeckt eine Reife anders. Erzähl doch nicht. Ich fand die, ja, ich war... Ich bekehre die Leute hier. Auf einmal fangen die an, Eier zu essen, obwohl sie vorher die Eier gegessen haben. Die fangen an, Mangos zu lieben. Ich fand die sonst immer so bitter, so komisch. Eklig, weiß ich nicht. Also, so ganz komischer Geschmack und die ist halt süß. Okay, eingekocht. Guck mal, so sieht das aus. Also schön, fast so ein bisschen sirupartig, ja? Ich hätte es cool gefunden, wenn wir noch ein bisschen Zucker dazu gegeben hätten, aber wir wollen ja ein bisschen Zucker reduzieren. Kicken wir mal hier das Orange dazu. Möchtest du noch ein Stück Mango? Wenn ich jetzt ja sage, ne? Ja, dann ist wirklich komisch. Also da könnte man wirklich meinen, dass du doch Mango-Sympathisantin wirst. Also ich schneide das, was ich jetzt hier abgeschnitten habe, schneide ich jetzt auch klein und mache ich da rein. Ist das okay für dich? Ja, ja. Ich sag mal so, wir haben ja sowieso noch die Apfelmus-Version. Mhm. Das bedeutet also, du musst es am Ende ja nicht essen. Du kannst es natürlich am Ende essen. Komm mal ganz unkonventionell. Ich mach das jetzt hier mal so einen Bauchklatscher. Mhm. Okay, ein bisschen was ist daneben. Risiko von so einer Mango. Das hier sieht erstmal gut aus, oder? Pass mal auf, ich habe hier drüben die Pfanne habe ich schon heiß gemacht. Mhm. Da würde ich es begrüßen. Mhm. Der Apfelmus zieht um. Hier gebe ich jetzt ein bisschen eine Rapsbasis mit Buttergeschmack ist das. Und so eine... So ein Kartoffelpuffer ist ja eine Meeresfrucht. Ja, das stimmt. Die schwimmen unter müssen Wasser. Schwimmen. Hm. Müssen auf jeden Fall ich auch davon. Auf jeden Fall müssen sie schwimmen. Nicht unbedingt unter Wasser. Aber wir machen jetzt hier mal so einen Probekartoffelpuffer. Ja. Und wie du siehst, die Pfanne ist total kalt. Ja. Hört man. Absoluter Blödsinn. Die Pfanne ist natürlich schön heiß. Ganz kurz, wir haben ein bisschen Mehl dazugegeben, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer. Ein Ei. Ein Ei haben wir dazugegeben und natürlich tolle Kartoffeln. Pass auf, wir machen die hier erstmal als Probe jetzt. Ja. Und wenn das ein Brenner wird, dann sehe ich uns beide auf dem Weihnachtsmarkt. Oh, sehr gerne. Glühwein trinken und so. Sehr gerne. Ja, nee, ich sehe uns nicht auf dem Weihnachtsmarkt mit Glühwein zu saufen, sondern um Cash zu machen. Ach so. Hör mal, ich werde mein Geschäft vergrößern demnächst, das habe ich mir sagen lassen. In Hannover, habe ich gehört. Ach nee, jetzt fange ich immer an mit der Landeshauptstadt. Sag das Wort so ungern. Landeshauptstadt. So, und sieht sehr gut aus schon. Ich werde mein Geschäft erweitern, hieß es neulich. Mhm. Wie hieß es genau? Es hieß, ich werde mein Eigentum erfolgreich vergrößern. So war es. Genau, und deswegen habe ich gedacht, warum nicht mal ein kleiner Pufferstand vielleicht? Mhm. Pufferkrisi. Nee. Und dann nehmen wir noch, das ist eine gute Idee, dann kann uns auch das Finanzamt nicht so, dann nehmen wir hier schön die Kameradschaft
prozentuale Beteiligung. Da rattert es, oder? Guck mal an. Guck mal, der sieht doch schon echt top aus, oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Oder? Ich finde es übrigens spannend. Ich kenne das tatsächlich so faserig nicht. Ehrlich nicht? Nee, mein Opa hat die früher mal gemacht und einfach in so eine Maschine rein und dann kam unten so Brei raus und dann in eine Pfanne. Dabei magst du gar kein Kartoffelpüree. Und ich hab auch die Maschine natürlich nicht. Ich habe zwar auch Opa und so, aber Maschine habe ich nicht. Nee, ja. Die habe ich noch zu Hause. Ich bin ja Hundepapa, deswegen, also, aber gut. Ja, die sind so süß. Ich bin süß. So, jetzt haben wir hier also das Gemüse hier schon so ein bisschen. Das sieht schon gar nicht schlecht aus. Wir lassen das noch ein ganz klein bisschen einköcheln. Und ich glaube, das hier wird gleich unser Probestück. Ich hole mir hier drüben mal. Ich fühle mich. Wie Wahnsinnsküche. Jetzt bin ich erstmal eine Viertelstunde unterwegs, hier, um eine Rolle Zewer zu holen. Und da machen wir jetzt einfach mal hier so ein, damit er so ein bisschen abtropfen kann, weißt du? Mhm. Dass wir das Fett jetzt hier nicht gleich. Und dann brüderlich wird er geteilt. Jawohl. Brüderlich geteilt, schwesterlich. Schwesterlich aufgefuttert. Aufgefuttert, ja, das ist eine schöne Redewendung dazu auf jeden Fall. Kenn ich auch. Wie oft die Woche kochst du bei dir zu Hause? Also machst du das wirklich dreimal die Woche, zweimal die Woche? Also wenn es hochkommt, tatsächlich zweimal die Woche. Zweimal weil ich bin Woche. Ja alleine, ne? Also ja, immer zwei Tage. Ich erinnere und so. Mich. Ja, aber. Du und die Meerschweinchen. Ich und die Meerschweinchen. Du und die Meerschweinchenfarm. Und ja. Weil manchmal esse ich auch abends gar nichts. Wir haben nämlich eine wunderbare Kantine, die ist auch sehr lecker. Nicht mal ein Graubrot? Ja, doch, mal Brot auch. Aber das ist ja kein Kochen. Was für Küchengeräte hast du bei dir zu Hause rumstehen? Ohne jetzt die Namen zu merken, zu Namen zu sagen von den Marken? Ein Mixer? Ein Mixer? Kontaktgrill. Nein. Jeder hat so einen Kontaktgrill zu Hause. Und warum hast du keinen Kontaktgrill? Weil ich eine Pfanne habe. Ich habe einen Grill draußen. Okay, Was für einer? Holzkohle. Holzkohlegrill, tatsächlich? Ja. Und du kannst damit umgehen? Ja. Ich kann sogar tatsächlich das so machen, dass alles gleichzeitig fertig ist. Frau mit Grill sucht Mann mit Kohle. Habe ich mal irgendwo auf dem T-Shirt gelesen und habe gedacht, geile Sache. Also wenn das jetzt nicht passt, Frau mit Grill sucht Mann mit Kohle. Also komm. Wäre jetzt auch nicht schlimm. Oder? Holzkohle oder Briketts? Das wäre jetzt vielleicht noch die große Frage. So, pass mal auf, ich habe das hier mal für uns beide geteilt. Mhm. Traust du dich? Mhm. Boah, lecker. Oder? Mhm. Dafür, dass das hier voll gut und voll aus einfach. Dem Glas ist. Voll gut und voll einfach so dein Rezept. Ach ja. Das stimmt, das ist ja mein Rezept. Genau. Mhm. Wir machen noch eine halbe Tonne Salz ran. Okay. Und? Hast du die, was das hier ist? Ich hoffe nicht Muskat. Es ist Muskatnuss. Möchtest du keine Muskatnuss dran haben? Aber wirklich ganz wenig. Wirklich so gar nicht? Und deswegen mag ich keinen Kartoffelbrei. Wegen der Muskatnuss? Mhm. Meine Mama macht da Muskatnuss rein. Ich mag das nicht so gerne. Also korrigier mich, aber seit heute isst du Mango. Was wäre das für eine bahnbrechende Erweiterung, wenn du auch noch anfängst, jetzt Muskatnüsse abends vor ins Bett gehen wegzulutschen einfach? Ist das nicht giftig? Ich mal dran. Nee. Also es sind tatsächlich 8 Gramm Muskatnuss, die einen Menschen töten können. Naja. Das wären aber 2 Nüsse und das schmeckt richtig scheiße. Okay. So, du hast doch noch nasse Hände hier, flutschige Hände. Mach mal da diese Arbeit hier. Warte kurz. Warte kurz. So, Teriyaki kann man natürlich unglaublich gut auch vorbereiten. Im Zweifel im Weckeglas irgendwo zur Seite packen. Im Zweifel natürlich gerne auch im Kühlschrank aufzubewahren. Und das schmeckt natürlich auch besonders gut mit einer Art Hähnchenbrust oder ähnliches. Ansonsten natürlich auch in die vegetarische Version mal so ein bisschen Gemüse und dazu ein bisschen was Reis. Alternativ hier so eine Kartoffelpuffer-Meeresfrucht. Könnte ich mir mehrere Sachen vorstellen. Ja. Hierbei natürlich wäre auch geil gewesen, Karotte, Zucchini, also da in diese Richtung zu arbeiten. Hinterher ein bisschen Lauchzwiebel drauf. Manchmal ist es ja einfach auch nur so ein bisschen Schmand dazu, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer. Was will man eigentlich mehr? Ist übrigens für mich ein riesiges Ding für den Camper. Ich bin ja mit dem Camper unterwegs und da gibt es ja so Standardgerichte, die ich gerne mache in Bezug auf, macht jetzt nicht so viel Arbeit, schmeckt aber trotzdem ziemlich gut und das ist häufig einfach die klassische Kartoffel, gekocht, als Pellkartoffel mit einem Quark dazu, ein bisschen Salat. Sehr gut, Und Lachs, einfach eine Scheibe Lachs, wirklich jetzt hier Räucherlachs dazu und dann gerne Gravid-Lachs mit dem ganz kleinen bisschen... Mit der Honig-Senf-Soße. Honig-Senf-Soße gut, aber der Gravid-Lachs, der ist mit dem Dill drumherum. Ja. Das ist auch immer ziemlich lecker. Das ist der deutlich teurer ist nochmal als der normale Lachs tatsächlich. Aber das auch eine ziemlich coole Nummer. Allerdings, Kartoffelpuffer nach wie vor lieber draußen. Auf jeden Fall. Weil? Die ganze Butze stinkt. So sieht's aus. Deswegen draußen, also es gibt Leute, die haben ja richtig so kleine, Herdplatten für draußen. Oder aber auch am Grill hat man häufig so einen Seitenbrenner, beim Gasgrill zumindest. Und dann passt es.
gib ihm nochmal die restliche Kartoffel her hier. Du spinnst wohl, das mitzunehmen. So, fantastisch, jetzt pass auf. Jetzt zeige ich dir das schon mal, wie man das hier macht für den Weihnachtsmarkt. Das ist natürlich klug mit einem Löffel, ne? Dann das ist klug mit den Löffeln, ne? Ja, ja. Saut man sich Fuchs die Hände rein. Fuchs und die Hütte riecht jetzt schon nach Kartoffelpuffer. Hm. Naja, so. Ich möchte 4 machen, in die Pfanne kriege ich 3. Aufgrund der Größe, die ich hier gerade verbastle. Ich möchte die Pfanne noch mal ein bisschen kühler machen. Nicht, dass hier gleich die Feuerwehr im Haus steht. Mhm, Und dann sagen die dann du. Feuerlöscher? Hm. Ja, ich habe hier ja, 3 ja. Kamera-Feuerlöscher habe ich hier. Wir gucken uns mal ein bisschen rechts. Löschdecke, hast du die schon gesehen? Löschdecke siehst du, die ist in unmittelbarer Nähe. Ja. Ein Feuerlöscher ist, guck mal, da oben ist ein Kennzeichen. Siehst du das Kennzeichen da oben hinter der Lampe? Ist ein Kennzeichen, wo der Feuerlöscher ist, der nächste. Ich wollte gerade sagen. Ja, ich bin hier doch vorbildlich. Wenn ich weiß, die Feuerwehr kommt, rüste ich doch auf. Sehr gut. Ist alles nur geliehen? Ist alles nur, geliehen hier auf dieser Welt, ja. Alles nur geliehen. Hier, da drüben ist Feuerlöscher. Schön. Der ist auch schon seit 2 Jahrzehnten abgelaufen, aber besser als nix. Meistens funktioniert er ja trotzdem. Aber immer drauf achten. Habe ich tatsächlich mal gemacht. Ich bin ja noch ein bisschen in Braunschweig in der Hotelleriebranche. Mhm. Und tatsächlich haben wir da mal so eine Brandbekämpfungs-Action gemacht. Ja, ja, genau. Mit Mitarbeitern diverser Abteilungen. Und dann haben wir da mal, das war ziemlich ulkig. Also ein Feuer auszupusten tatsächlich. So, liebe Chrissy, ich habe die nächste coole Aufgabe für dich. Ja, immer wenn man Kindern versucht, etwas super Langweiliges ranzuführen, dann sagt man, das ist eine richtig coole Aufgabe. Ja. Richtig cool. Ich darf mal, was kaputt machen. Hast du einen coolen Stampfer? Stampfer einfach. Stampf mal, was das Zeug hält. Ich derweil werde mal wieder den Löffel einführen und probieren. Boah. Junge, das sieht doch schon richtig nach Frühling aus hier mit der Mango und so weiter. Wir hätten noch ein bisschen was Grünes gebraucht. Spinat wäre da toll. Hm. Man kann ja alles haben im Leben. Ach Gott. Aber es riecht echt so richtig schön nach Weihnachten, ne? Es ist vielleicht ein bisschen viel Zimt geworden. Aber es war ein Teelöffel. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ehrlich nicht? Da bist du wieder voll bei. Ja, Zimt ist geil. Das ist eine Zimtfee. Boah. Ich mache das ja tatsächlich gerne auch, dass ich Zimt reibe. Also Zimt als Stange nehme und dann mit einer ganz feinen Reibe reiben. Wirklich frisch von der Rinde sozusagen. Okay. Haben die wenigstens Berührungspunkte mit. Wobei, ich war ja neulich im Urlaub. Mhm. In Ländern, in denen der Zimt wächst. Das war auch ziemlich beeindruckend. Das ist so ein Zimtbaum mal zu sehen, wo die Rinde da so weggeschält wird. Wird das von der Rinde so? Ja, das ist Zimt, das ist Baumrinde. Zimt ist Baumrinde, ja. Ja, wusste ich auch noch nicht. Es ist der Mitmach. Die Mitmachsendung, die Aufpasssendung, die Bildungssendung. Tatsächlich. Bei dem, ich sag mal, sympathischen Regionalsender TV38. Schön gesagt, oder? Ja. Ich habe hier so einen Text. Mhm. Habe ich mir zurechtgelegt. Also bist du fertig? Teleprompter. Teledingsbums. Mhm. Das war, glaube ich, gerade die Aufforderung, weiterzustampfen. Quatsch. Kannst du Pfannkuchen in der Luft wenden? Nein. Doch, ich kann das. Das wäre, glaube ich, bei so schwimmenden Tieren auch. Schwimmende Tiere sind natürlich nicht so toll, nee, aber im Großen und Ganzen funktioniert das natürlich gut. So muss man es wohl sagen, ja. Hast du sonst noch Hobbys eigentlich, liebe Chrissy? Oder bleibt einfach durch die ganzen Feuerwehrverpflichtungen gar kein Platz mehr? Also wenn ich Zeit habe, tanze ich noch sehr gerne. Du tanzt? Also, Kannst du mich führen kurz? Geht das? Ich kann überhaupt nicht tanzen. Aber soll ich jetzt den das? Mann machen oder ja, die Frau? Ja, natürlich den Mann, wenn ich nicht tanzen kann. Was muss ich denn machen? So? Weiß ich nicht. Das du guckst mir aber tief in die Augen. Chrissy, das gefällt mir. Das ist auch so schön. Hast du wirklich so blaue Augen? Ja. Ach, ist das so? Ja, aber gleichfalls, das sind nicht die Kontaktlinsen. Nein. Okay. Was muss ich jetzt machen mit meinen Füßen? Ich bin ein bisschen... Ich bin Lidasteniker, durch und durch. Du gehst mit dem rechten Fuß einen Schritt nach hinten. Ach so, was war der linke? Der rechte nach hinten, ja? Ja. Und dann mit dem linken einen Schritt nach hinten. Auch nach hinten? Ja, und dann setzt du den rechten genau neben den linken und machst einen Tap. Tap. So, jetzt gehst du wieder mit dem rechten einen Schritt nach vorne. Dein rechts oder mein rechts? Mein rechts. Immer dein rechts. Ja, und jetzt? Dann mit dem linken einen Schritt nach vorne. Ja. Und dann setzt du den rechten Fuß wieder neben den linken Fuß und machst einen Tap. Tap. Und jetzt ganz wichtig, einmal ganz kurz, das bleibt nicht so. Ich muss kurz wenden. Ja, ist voll okay. So, und jetzt, wie tappe ich weiter? Jetzt machst du das gleiche nochmal. Okay. Also wieder rechts, links. Du kannst Tap. Tanzen. Nein, ich kann wirklich nicht tanzen. Guck mal, siehst du, bin ich jetzt zu weit gegangen. Aber was mache ich denn das zweite Mal? Warte mal, Tap. Tap. Und jetzt? Jetzt wieder nach vorne. 1, 2, Tap. Ach, da tapp ich auch? Genau. Und mehr ist es nicht? Nein. So bleibt man einfach die ganze Zeit? So machst du die ganze Zeit. Das sieht sonst so schwungvoll aus im Fernsehen. Ja, aber das ist ja jetzt erstmal so.
Wunderschön. Und dann könnte ich dich hier noch drehen. Ich habe noch nie getanzt in meiner Küche. Drehen. Und jetzt? Wieder zurück. Tada! Danke dafür. Sehr, sehr gerne. Die Bildungssendung durch und durch auf jeden ja. Fall. Ich habe noch nie getanzt im Fernsehen. Also, aber jetzt bin ich bereit für Let's Dance, oder? Auf jeden Fall. Gucke ich übrigens auch sehr gerne. Nicht dein Ernst. Ja. Ich habe gar keine Zeit für diesen Flash-TV. Ach Gott. So Leute, die Zeit haben, Plakate ja, zu malen, so ein bisschen, Fernsehen zu gucken, die beneide ich wirklich. Hey, komm, das mit den Plakaten malen, das mache ich auch gerade noch mal nebenbei zum Beruf. Ja, ich sag ja. Machst du das auf der Arbeit vielleicht sogar? Nein. Nein, das mache ich nicht auf der Arbeit, aber ich mache mich nebenbei damit auch selbstständig. Wie? Hä? Wie, womit ein Plakate malen? Ja. Genau. Also ich bringe anderen Leuten bei, wie man Flipcharts malt. Und das im Feuerwehrkontext, in der Ausbildung, wie man Dienste interessant gestalten kann. Was es alles gibt? Okay, krass. Ja, weil es sind doch nichts Langweiliges. Du bist 8 Stunden auf der Arbeit. So, natürlich, dann hast du Zeit. Dann, gehst dann abends noch zum Feuerwehrdienst und dann noch die Meerschweinchen füttern. Die Meerschweinchen füttern. Tinder, LeVou. Nein. Dating-Apps. Und hörst dir dann noch einen 2-stündigen Monolog mit einer richtig schlechten PowerPoint an. Ja, geil. Hast du richtig Bock zu. Und hast gesagt, das kriegt man auch anders hin, ja. Da ich ja mein Geschäft zukünftig erfolgreich erweitern werde, könntest du dir schon mal Gedanken machen, wie unser Kartoffelpuffer-Logo aussieht für den Weihnachtsmarkt? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Apropos Kartoffelpuffer. Ja. Also das erste Teil hier sieht schon echt gut aus. Ja. Guck mal hier. Und ich lasse den hier mal schon so ein bisschen ab... Tröpfeln, genau. Und kann ja in der Zwischenzeit, wir haben es ja uns wie immer uns nicht nehmen lassen, hier für 25 Leute zu kochen. Mhm. Soll ich hier mal irgendwie kann ich in der Zwischenzeit schon mal hier ein bisschen... Ja, ist gut. Aber ich glaube, der ist auch schon fertig gestampft, ja, oder? Ist, ja. Mach mal bitte Folgendes. Hinten an der Spüle stehen 4 Gläser. Zunächst einmal... 2 kleine. Hinten an der Spüle. Wie viele Spüle haben wir denn? Hier, guck mal hier. Ja, aber da stehen noch keine Gläser. Ach, da stehen Gläser. Natürlich. Okay. In einem anderen Kontext würde ich sagen, Digga, natürlich stehen hier Gläser. Digga. So, pass auf, da hätte ich ganz gerne den Apfelmus drin, ne? Ja. Krieg ich hin. Das habe ich mir gedacht. Warte, irgendwo ich waren Löffel. Ein bisschen auf. Hier waren Löffel, mal ein bisschen ne? Auf. Sieht aus wie bei mir zu Hause hier. So, pass auf, genau, hier sind Löffelchen drin. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, füllen wir da den Apfelmus rein. Mhm. Mach mal. Ja, ja, du mach mal. Ich stehe hier nur so rum und stehe einfach rum. Okay, ja. Ich bin noch bei 1-2 Tab nach hinten raus. 1-2 Tab. Ja, das ist ja Standard, aber ich mache auch Zumba. Tipp. Jetzt muss ich hier bitte mal. Habe ich übrigens auch mal unterrichtet. Tipp. Zumba? Ja. 1-2 Tipp. Jetzt bin ich falsch getappt. Okay, aber Zumba ist ja eher so Freestyle, oder? Also gibt es da wirklich Reihenfolgen, die man abtanzen muss? Ja. Was für Voraussetzungen muss man mitbringen? Da muss man auf jeden Fall schon mal Standard tanzen können. Spaß haben. Einfach Spaß haben. Und die Musik fühlen, würde Selina jetzt sagen. Liebesbisschen. Genau. Ich fühle die Musik. Ich fühle auf jeden Fall hier die Dinger hier fühle ich, du. Ja. So, wo soll ich mit dem Rest hin? Den kippen wir weg gleich. Okay, ja. Voll schonend und so. Vielleicht ne? machst du bei dem einen nochmal so einen Esslöffel wieder raus. Also im Idealfall reicht das, was da drin eingefüllt ist, gleich für einen Kartoffelpuffer. Hier gibt es kleine Portionen. So. Wir möchten den Leuten souverieren, den Gästen, den Zuschauern möchten wir souverieren, dass wir lange schlank bleiben. Mhm. Sieht man voll bei mir. Mit nicht zu viel Kartoffelpüree. Der isst übrigens gerne, sieht man auch gar nicht so. Ich esse auch gerne. Ich darf aber auch nicht. Ich kriege auch immer Ärger zu Hause. Aber gut, so ist das manchmal im Leben. Ja, so. Von meinem Hund. Der sagt, fress mir nicht mein Essen weg. Du hast einen Labrador, ne? Ich habe einen Labrador, ja. Mein Chef hat auch einen. Wobei, nee, das ist nicht ganz richtig. Nicht? Nee, er sieht im ersten Augenblick aus wie ein Labrador. Ja. Es ist aber ein Gourmet-Dor. Das wird aber nur der Hund von Leuten, die Kochschulen haben. Sonst ist er ein Labrador, aber Gourmet-Dor. Ja, Wir hatten neulich, wir machen so Treibball machen wir mit dem Hund. Das heißt also, die Aufgabe des Hundes ist quasi, einen Ball mit seiner Schnauze in die Richtung zu bewegen, wo er hin soll. Ja, wie bewegen wir den so mit der Schnauze? Ja. Also er macht das tatsächlich auch sehr, sehr gut sogar. Mhm. Und dann waren wir beim Training. Und ich hatte den Tag davor einen Sushi-Kurs. Mhm. Und wenn da was überbleibt, so fischtechnisch zum Beispiel, dann ist es jetzt nicht unüblich, dass der Hund das dann kriegt. So, und dann hatten wir also, waren wir in diesem Training und der Nachbarhund hat jetzt nicht unbedingt das gemacht, was er wollte. Mhm. Und man muss jetzt dazu sagen, Australian Shepherd, der ist jetzt sowieso manchmal schwierig zu motivieren. Grundsätzlich macht er ja auch immer alles mit, aber manchmal schwierig zu motivieren. Anders als ein Gourmet oder ein Labrador, weil die kann man ja immer gut mit Essen motivieren. Mhm. Und dann sagte ich, was fütterst du denn als Leckerli? Und dann hieß es Käse. Dann sage ich,
hast du deinen Hund nicht lieb? Warum denn nur Käse? Unser kriegt Thunfischsteak. Und da ist ja erstmal kurz die Gesichtszüge entglitten, wo sie sagte, ja, okay, gut, also ein Thunfischsteak kann man natürlich auch mal füttern, so für den Hund. Ne? Ja, und deswegen ist der immer manchmal vielleicht auch übermotiviert. Sagen wir es mal vorsichtig so, weil so ein Thunfischsteak ist natürlich auch für so ein Gourmet-Dor. Findet dann so Käse ganz langweilig. Wollte ich gerade sagen, ja, da findet man, wenn man wählen könnte als Hund zwischen Thunfischsteak und Käse, ist das, glaube ich, ist das vielleicht fast auch ein bisschen langweilig, also der Käse. Wir haben aber auch nicht getauscht im Sinne von, nimm du mal ein bisschen Thunfischsteak. Aber irgendwann hat es dann auch hingehauen, also alles gut. So. Ich mal Junge, das Junge, Junge. Hier an die Seite, ne? Und ich esse heute Abend, rieche ich auch noch nach hier Kartoffelpuffer, glaube ich. Deswegen macht man das ja auch draußen. Deswegen macht man das draußen, ja. Oder in der Kochschule, wo es nicht so schlimm ist. Genau. So, das stellen wir erstmal hier vorne auf, mein Liebe. Und jetzt können wir hier, guck mal, das gehen wir hier also mal ein bisschen mit zur... Ja, ich habe eben schon versucht, irgendwie... Ein bisschen hier mit zur... Genau, das schmeißen wir eh alles weg. Das wird als Brettchen, wird alles weggeschmissen, da wird die nicht sauber gemacht. Ach so, das ist, ja. Ja, okay. Bisschen dekadent, okay, aber... Die Mango nee, nehme ich nicht. Dann mit, ne? Die Mango nimmt... Jetzt willst du sie mitnehmen, die Mango. Verrückt! Verrückt, sage ich dir. Ja. So. Ja, Schatz, ich mache das hier sauber, Entschuldigung. Ja. Ich finde es total toll, ja, dass du das machst. Ja, ich weiß. Tut mir leid. Ich sau das nicht mehr ein hier zu Hause. Ich fühle mich gerade so überflüssig. Das täuscht. Die beiden Dings hätte ich gerne hier. Die beiden, wie heißen die denn hier? Die Schiefernplatten. Die Schiefernplatten hätte ich gerne. Guck mal, die sind hier hinten, neben der Spüle. Wann da, wo die Gläser waren. Guck mal. Jetzt ist keiner mehr im Bild, das ist auch schön. Keiner mehr im Bild, alle hinten verschwunden. Jetzt sind sie alle wieder da. Warte, da will ich noch einmal ganz kurz kommen. Jetzt ist noch schmutzig. Ja, okay. Entschuldige 30, bitte. 30 Jahre Ehe. Siehst du das nicht? Ich hätte auf deine Mutter hören sollen. So. Oh, der ist dunkel geworden. Das sind Röstaromen. Das ist voll okay. Das ist für mal dich. Das Ei stelle ich auch an der Seite. Der ist für dich. Da machen wir eine Mango drauf. So. Junge, Junge, Junge. Das ist doch jetzt hier. So. Hammer. Hier. Noch ein bisschen Kartoffeln hier. Guck mal, ich habe noch Lappen. Guck mal, so. Ja, schön prima. Sauber gemacht. Ist ja auch wichtig, das sauber machen. Ja. Ja, vielleicht sollten wir dafür mal eine eigene Sendung machen. Aufräumen, putzen, abwaschen. Gab es da nicht sogar mal irgendeine Sendung? Geschirrmaschinen einräumen für Männer leicht gemacht. Das wäre, glaube ich, auch viel, also wäre wirklich hilfreich, weil ich glaube, manche Männer können einfach Geschirrmaschinen nicht einräumen. Das ist ein bisschen wie Tetris spielen. Hast du eine Geschirrmaschine? Ja. Da kommt alles rein. Ja, der öffentliche Dienst, da hat man eine Geschirrmaschine. Also nee, da haben wir tatsächlich keine. Zu Hause habe ich eine. Ich meine, dann kann man sich das leisten, so meine ich das. Toll, oder? Sieht super aus. Was so ein Teller schon mal alles hermacht. Soll ich das jetzt hier nochmal? Das war die Idee, so, dass wir das jetzt irgendwie so an die Seite legen. So. Und jetzt pass auf, jetzt kommt der Oberclou. Der Oberclou ist jetzt, dass wir da jetzt Puderzucker drüber machen. Und ich schwöre dir eins. Ich kenne das nur mit Zucker sonst, aber ja. Ich schwöre dir eins. Trotz der. Wie heißt denn das? Trotz der. Der Teriyaki, des Teriyaki-Gemüses, wird es schmecken. Weil okay, da könnte ein bisschen Zucker ran. Und deswegen, so, riesen wir das hier mal schön so ein bisschen über. Das ist auch, wie Schnee. Das ist auch viel, sagt man so bei euch in der Verwaltung. Das ist ja wie Schnee, der Puderzucker, hör mal. So, das ist Puderzucker natürlich. Und schmeckt gut, sieht gut aus, ist aber auch viel die Schiefernplatte. Und natürlich auch das völlig überfüllte Glas mit dem Teriyaki-Gemüse. Vielleicht hätte man das tauschen sollen. Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Achso, du brauchst nur eine Gabel, ne? Ja, genau. Dankeschön. Schön, dass du da warst. Schön, dass du meine Gästin warst. Ich freue mich ja immer, wenn ich Damen neben mir habe. Das ist irgendwie ein bisschen, den kann ich tiefer in die Augen sehen. In die blauen. In die blauen natürlich, genau. Wir haben hier so ein Ding, wir stoßen hier an mit dem Rücken der Gabel sozusagen. Okay. Das machen wir nochmal. Eins, zwei, drei. Klappt selbst bei drei nicht. Was ist hier los? Wie viel Alkohol hast du schon gehabt heute? Ich kann so nicht arbeiten. Liebe Chrissy, vielen Dank. Ja. Dass du meine Gästin warst. Ich überlasse dir den Vortritt. Ich möchte sehen, wie du probierst. Na gut, okay. Wir probieren zusammen. Ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das hier schmeckt. Wie das da schmeckt. Du hast es noch gar nicht probiert, ne? Nee. Nee, verrückt. Ich mach das gleich mal zusammen mit dem. Mit dem Apfelmus? Mit dem Kartoffelpuffer. Mach erstmal den. Ein bisschen Crunch ist gut. Hast du schon Gemüse gehabt jetzt? Nee. Nee. Muskatnuss schmeckt man auch nicht so raus. Gut gemacht, ne? Ist gut gemacht.
Dafür, dass ich mir das vor einer Stunde überlegt habe. Das ist echt lecker. Das ist sehr gut. Vielen Dank fürs Einschalten, ihr Lieben. Dass ihr wieder dabei wart bei einer neuen Ausgabe von Kochmal. Und für die, die es vorher noch nicht wussten, wie es geht, spätestens jetzt weiß man es, nämlich Kartoffelpuffer. Und zwar unter Umständen auch mal in einer etwas anderen Version. Ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Sehr gerne. Vielleicht beim nächsten Mal wieder. Du wirst schon wiederkommen, oder? Wenn ich nochmal anrufe und sage, Chrissy, komm doch nochmal rum. Ja, ich habe keinen. Ja. Ich habe keinen. Kommst du? Dann wirst du kommen. Ich würde auf jeden Fall hier noch jederzeit. Freut mich. Vielen Dank. TV 30. Geht auf Sendung.